In unserem heutigen Video dreht sich mal alles um das Thema GPS-Hundeortung. Ein Thema, was viele Hundeführerinnen und Hundeführer immer bewegt, weil es natürlich ständig Veränderungen am Markt gibt und. Es gibt ganz viel zu sagen und deswegen zeige ich euch heute mal das Dogtrace X30. Ich habe mir Unterstützung geholt und zwar einen Produktexperten, Thorsten Radloff, der von der Firma Weidezaun.info hier mit heute im Video ist und wir machen jetzt mal gemeinsam zusammen das Unboxing. Herzlich willkommen, jetzt geht's los, wir machen Unboxing. Mein Name ist Dennis Panthen, Jagdhundeausbilder im Hauptberuf und neben mir steht der Thorsten Radloff von Weidezaun.info, der Produktexperte hier für die Dogtrace-Produkte. Thorsten, herzlich willkommen. Moin, vielen Dank für die Einladung. Gerne, ich freue mich, wir werden jetzt ein bisschen Klarheit hier mal in das Thema GPS bringen, weil wir ja immer wissen, dass das Thema viele bewegt. Du bist selber Hundeführer, das heißt ein Mann aus der Praxis. Mit mir auch, der täglich beruflich mit den Dingen arbeitet, auch Mann aus der Praxis. Und deswegen gucken wir jetzt mal. Wir zeigen euch mal beim Unboxing hier, wie das Ganze aussieht, wenn ihr so ein X30 kauft und bekommt. Dann sieht es in diesem Karton aus und den machen wir jetzt gemeinsam mal mit euch auf. So, jetzt haben wir den Karton, wir haben das gekauft bei euch, kriegen es hier hin. Wie sieht es aus? Was ist drin? So, hier haben wir schon mal ganz schön den Karton. Wir sehen hier oben noch, das Ganze ist auch koppelbar mit einer App. Richtig. Dogtrace GPS App für Android. Ganz genau. Wir werden euch auch mal nachher zeigen, die Grundfunktionen der App, wie die App aussieht, wie man das miteinander verbindet. Das gucken wir uns jetzt alles mal an. Richtig. Das heißt, wir machen jetzt erstmal einen Karton auf. So, Produkt gekauft, Karton geht auf. Genau, so kommt das Ganze an. Wir haben hier einmal die Fernbedienung und das Halsband. Und man kann eigentlich... Ich bin neugierig. Stopp, der Thorsten ist mir zu schnell. Ich bin neugierig. Wir haben natürlich auch noch die Bedienungsanleitung. Natürlich. Und das Zwillingsladegerät. Das übrigens finde ich mal super cool. Und das möchte ich euch jetzt eigentlich mal hier zeigen. Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir erstmal Halsband und Handgerät beide mit dem gleichen System laden können. So, das heißt, ich orientiere mich jetzt hier mal dran und klippe das jetzt hier mal rein. So ganz simpel. Zack, und jetzt haben wir es hier dran. Und das, was ich noch cooler finde, da zeigt es mir direkt schon den Batteriestatus an. Ich kann hier das Ding rausnehmen und kann jetzt bei mir im Auto, wenn ich auf dem Weg zur Rückjagd bin oder zum Training oder zur Jagd, was auch immer, das Ding nochmal laden, wenn ich vergessen habe, das aufzuladen. Richtig. Das ist das super coole, wenn ihr das hier so in so einem Kombi habt, auf dem Stecker. Und wir zeigen es nochmal, wir klipsen es auch mal eben hier an. So, das machen wir hier auch nochmal. Also hier kann man ganz genau gucken, wie passt es zusammen. Und dann drückt man es hier drauf und dann hat man hört es einmal klicken. Genau. Und dann lädt man es auf. Wir haben das auch, wenn ihr das Paket kauft und ihr habt das Paket hier am Start, dann sind erstmal sowieso Halsband und Sender automatisch miteinander gekoppelt. Wir genau. haben aber jetzt mal Folgendes gemacht, weil es kann ja auch sein, dass jemand sagt, ich habe noch einen zweiten Hund, ich habe noch einen dritten Hund, einen vierten Hund und. Wie koppel ich überhaupt einen Halsband mit dem Handsender? Und deswegen sind wir hingegangen und haben das Ganze gelöscht. Das heißt, diese beiden sind jetzt hier im Augenblick nicht miteinander verbunden. Wir machen das jetzt aber mal und zeigen es euch. Wir können ja noch mal gucken. Ich will noch mal eben hier auf die ganze Thematik des Handsenders eingehen, weil ich muss wirklich sagen, ich fühle mich mit dem Handsender richtig, richtig wohl. Also der Handsender ist super leicht, hat eine total angenehme Handhabung, ist nicht schwer
hat hinten so eine Möglichkeit, dass ich den sofort hier mal eben an der Weste festmachen kann. Habe natürlich sofort dadurch die Hände frei und deswegen finde ich es ganz gut. Ich hole nochmal eben, wir haben hier noch ein zweites Halsband dazu. Das will ich auch nochmal eben zeigen. Die Halsbänder, wenn die ausgeliefert werden, wir haben jetzt hier grün, hier sind orange, sind natürlich erstmal komplett groß in einer riesigen Länge. Das heißt, wenn man hingeht und einen kleinen Hund hat, so vielleicht mal einen ganz kleinen Hund hat, dann geht man hin und kürzt das Halsband hier, genau. Schneidet es einfach passend und dann ist das Ganze auch kein Thema. Wir sehen übrigens gerade, dass auch von der Gesamtstruktur das so klein und gut gemacht ist, also man sieht es ja hier an meiner Hand mal, das Größenverhältnis, dass es so gut gemacht ist, dass du auch einen kleinen Hund damit führen kannst. Habt ihr auch Leute mit, was weiß ich, einem Tackle? Weil das könntest du doch, glaube ich, auch noch an einem Tackle führen, oder nicht? Das könntest du auch an einem Tackle führen, haben wir auch. Ne? Mhm, okay. Und es passt auch. Es passt, es ist super. Und deswegen, das wollte ich mal zeigen, weil es auch natürlich wichtig ist, dass für uns quasi hinten Hundeführerinnen, Hundeführer, die Bedienung und die Funktionalität am Handgerät gegeben sein muss, ist wichtig. Aber der Hund muss sich auch damit wohlfühlen. Genau. Thorsten, eins noch vorab. Wasserdicht? Kurze Antwort, ja oder nein? Ist es. Wasserdicht. So, das sind so Fakten, die für mich wichtig sind, täglich in der Praxis. Ich kann noch mal kurz erzählen, ich bin zu dem Produkt gekommen, nachdem ich angesprochen worden bin von euch. Und ehrlich gesagt habe ich am Anfang gedacht, ich kannte das Produkt nicht. Was ist das für ein Zeug? Schick's mir mal. Mhm. Ich habe es hier bei mir auf dem Trainingsplatz im Regen liegen lassen, 3 Tage. Es war aufgeladen. Ich bin nach 3 Tagen hingekommen, habe das angefasst. Es ging immer noch an. Und ich habe gesagt, okay, ich gebe der Sache mal eine Chance, beschäftige mich mit dem Thema. Und ich war von Punkt 1 an Feuer und Flamme. Mir hat das Gerät Bock gemacht und genau deswegen bin ich hier. Und promote das gemeinsam mit euch, weil ich glaube, dass das Gerät mega unterschätzt ist am Markt. Wir haben ein paar Highlights, warum man damit richtig geil Spaß haben kann. Und die vermitteln wir euch jetzt mal. Wie gesagt, wir koppeln jetzt mal Handsender, Halsband gemeinsam, damit ihr es mal sehen könnt. Und dann machen wir auch noch mal Folgendes. Wir koppeln es dann noch mal zusammen mit der App. Das können wir machen. So sieht's aus. Jetzt legen wir los. So, wir koppeln das Ganze jetzt mal. Thorsten, zeig uns doch mal eben, wie es geht. Also, wir machen erstmal den Handsender an. Oben drauf ist die Taste an-aus. Genau. So, das heißt, erstmal gedrückt halten. Dann geht das Ganze an. Richtig. Ich kann es hier mal eben nochmal zeigen, ob es noch ein bisschen besser sieht. Das Ding sucht sich jetzt natürlich erstmal einen Satelliten. So, genau. Jetzt haben wir das an. Wie kriegen wir jetzt das quasi hier, ich habe auch mal hier noch ein Halsband. Wie kriegen wir das jetzt an? Hier sieht man die roten Punkte. So, hier sehen wir das ganz gut. Diese beiden roten Punkte, wenn wir die aneinander halten, dann aktiviert der Handsender das Halsband. So ist es, genau. Die beiden Magnetschalter, also hinter den Punkten ist jeweils ein Magnetschalter. Die bringen wir kurz zusammen. Dann aktivieren wir das Halsband. Jetzt können wir die ganze Sache verbinden, indem wir hier an der Fernbedienung ganz kurz für 2 Sekunden die Code-Taste drücken. Dann kommen wir zu dem Speicherplatz. Und da haben wir 13 Stück. Da suchen wir uns jetzt den ersten Speicherplatz aus. Da steht No Code. Jetzt drücken wir für 2 Sekunden die Code-Taste und bringen die beiden Komponenten zusammen. Das heißt parallel Antenne zu Antenne. So ist es. Und dann finden die sich. Dann finden die sich. Es steht dann C1 für den Speicherplatz 1 und das Halsband 1. Wir gehen dann hier auf der Zurücktaste einmal zurück. Okay. Ins Hauptmenü und da sehen wir jetzt schon, dass okay, er das jetzt, Signal sucht. Wir sind ein bisschen zu nah zusammen, genau. Aber von der Genauigkeit her war ich total überrascht. Ich habe es ja auch in dem Test laufen lassen und ich habe mich eben so ausgerichtet, um genau zu gucken, okay, wo ist der Hund und habe mich immer mitbewegt und es war ziemlich genau. Es war echt beeindruckend. Was haben wir hier überhaupt, was gibt der Hersteller für eine Reichweite an? Der Hersteller gibt bis zu 20 Kilometer an. Okay, also ich habe tatsächlich da, wo ich damit trainiere und arbeite, überhaupt keinen Signalabbruch hingekriegt. Ich bin aber vielleicht auch nicht der beste Referenzwert, weil ich natürlich in der Ebene arbeite. Auch für die Leute, die eben im Wald und im Busch arbeiten, da wird es natürlich immer irgendwo Variationen geben, wie der Funk ist. Aber das ist, ich habe keinen Ausfall hinbekommen. Und Thorsten hat, glaube ich, auch schon mal, du hast es mal probiert und riesige Reichweiten hinbekommen. Genau. Und deswegen kann man nur sagen, von der Signalqualität her tipptopp. Und können wir mehr als gut mitarbeiten. Richtig. Was ich auch noch mal sagen wollte gerade, was mir mal einfiel, ist, dass wir, es gibt nämlich auch Hersteller, die noch irgendwie eine Batterie hier drin haben. Es ist beides komplett mit Akku. Es ist beides mit Akku, beides richtig. Mit Akku und dadurch sehr komfortabel, schnell aufzuladen. Wir haben, glaube ich, gesagt, Ladezeit 3 Stunden. Richtig, und, 3-4 Stunden ist angesagt. Stunden.
dann geht's los, dann seid ihr einsatzfähig. Gut, okay. Das heißt, wir haben jetzt Halsband verknüpft, wir haben jetzt Handsender verknüpft. Ich wiederhole es nochmal eben, wenn ihr das im Package kauft, ist das natürlich verbunden, wenn ihr es auspackt. Das war nun mal die Demonstration, weil ihr sagt, ich habe vielleicht einen zweiten Hund, einen dritten Hund, was auch immer. Richtig, die Akkus halten 3 Tage oder bis zu 3 Tage, je nachdem, wie die Frequenz eingestellt ist. Man kann es einstellen, 3, 6 oder 9 Sekunden. Das heißt, alle 3, 6 oder 9 Sekunden unterhalten die beiden sich und ruft quasi eine Position ab, damit ich genau weiß, wo der Hund ist. So ist es. Okay, das heißt, wenn ich natürlich da sparsam einstelle, habe ich eine größere Akkulaufleistung. Genau. Auch ganz easy. Also, das haben wir geklärt, Reichweite haben wir geklärt, wasserdicht, Akkus haben wir geklärt. Die wichtigste Funktion kommt jetzt gleich noch und das ist die App. Das ist ja nochmal so ein On-Top-Gimmick quasi, genau, das gibt das was das noch wertvoller macht. Weil ich war zu Beginn, ich wusste überhaupt nicht, dass es eine App gibt. Heißt, ich habe im Feld gestanden und gesagt, das ist geil von der Handhabung, aber dann kommen immer wieder Leute und sagen, ja, was ist denn, wenn du irgendwo in einem Gebiet jagst, wo du dich nicht auskennst, da kommt eine Straße, du weißt ja gar nicht, wo eine Straße ist. Ja. Und das ist das Coole, dass wenn du es mit der App zusammen verbindest, dass es wirklich komplett auch du Kartenmaterial hast. Ja. Du hast Kartenmaterial dabei, du kannst genau sehen, kommt irgendwo eine Straße, du kannst deine Route aufzeichnen, du kannst beziehungsweise deine Jagdsituation, dein Training in der App aufzeichnen. Das zeigen wir euch jetzt mal als nächstes. Ne? Und wir haben hier kein Abo dahinter. So ist es. Das ist alles, keine Kosten. Keine Kosten, das Korrekt. Ist alles im Preis inbegriffen. Apropos, jetzt kommen wir kurz mal zum Wichtigsten. Weil alle, die jetzt zugucken, werden natürlich sagen, geiles Gerät, aber was kostet das denn überhaupt? Und jetzt verrät der Thorsten mal bei euch im Shop auf weidezaun.info. Was ist euer Preis? Unser Preis ist 599 Euro. Das ist ein Preisknaller. Für das ganze Set? Für das ganze Set. Ja, jetzt muss ich mal dazu sagen, es geht aber besser. Und ihr wisst, ich verrate euch jetzt auch mal, wie es besser geht. Und zwar geht ihr beim Thorsten bzw. bei weidezaun.info in den Shop und dann gebt ihr als Rabattcode ein DennisPanthen10. Werden wir unten in die Videobeschreibung packen und dann gibt es nämlich nochmal 10%. Das heißt, dann kann ich noch einen besseren Preis machen. Freue mich. Jetzt gucken wir uns die App an, gucken, was die App noch so hergibt. Und dann würde ich sagen, Leute, Halsband an den Hund machen, auf geht's. Und loslegen. So ist es. Leute, ich habe jetzt gerade nochmal hier die Verpackung in der Hand gehabt und habe festgestellt, wenn du es aufmachst, ist hier unten so ein Code drin. Da ist quasi eine PIN-Nummer. Und ich habe eben auch festgestellt, diese PIN-Nummer ist auch auf der Bedienungsanleitung. Das ist die gleiche PIN-Nummer wie in der genau. Bedienungsanleitung. Dann kann ich den Karton wieder wegtun. Die PIN-Nummer hier hinten drauf ist die PIN-Nummer, die wir benötigen, um das Ganze mit der App und unserem Smartphone zu kombinieren. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie das geht, App und Handgerät zu koppeln. Und dann zeigen wir es euch. Also, wir gehen in den Play Store. Genau, da gucken reicht das. DocTrace. Genau, wenn du DocTrace eingibst in der Suche. Da haben wir die App schon gefunden. Wir gehen mal auf Installieren. Genau. Dann installieren wir mal die App. Schon mehr als 10.000 Downloads sieht man hier. So, wir haben jetzt die App hier runtergeladen. Gehen mal auf Öffnen. Jetzt müssen wir hier einmal bei der Benutzung der App natürlich den Gerätestandort erlauben abzurufen. Ganz genau. Das tun wir jetzt mal und dann, bumm, sind wir sofort da. Wir haben jetzt hier eine schicke Karte. Ich kann aber auch hingehen, hier oben auf die Satellitenansicht wechseln. Richtig. Und dann sieht man, dass wir uns oder wo wir uns hier befinden. Und jetzt koppeln wir das Ganze mal mit dem Handgerät. Genau. Was muss ich jetzt machen? Du sagst mal, ich mach mal. Genau, wenn oben im Handgerät auf der rechten Seite die Antenne blinkt. Hier blinkt die Antenne. Dann ist alles gut. Dann sendet er die Verbindung schon. Okay. Dann brauchst du jetzt nur noch mit der App arbeiten. Dann arbeite ich mit der App, mach die App hier unten auf, geh auf. Du kannst auch hier auf die, hier oben. Ne, auf die durchgestrichene Antenne gehen. Jetzt zeigt er mir sofort an, verfügbare Geräte, GPS. Dann wähle ich das mal aus. Paaren und jetzt muss hier eine Nummer eingegeben werden. Richtig, das ist diese Nummer hier. Okay, dann gebe ich jetzt die Nummer mal. Sagst du mal nochmal? 739650. 9650. So, dann koppeln wir das Ganze. Zack, und dann haben wir es schon verbunden. Das war relativ einfach und ging sofort super schnell. Ja. Jetzt kann ich hier zurückgehen und habe natürlich sofort hier alle Funktionen. Ich kann hier die Aufnahme starten, aufgezeichnete Routen, Messungen, Waypoints, Geofence, alles das inklusive der Einstellungen. Richtig. Und ich habe hier nochmal, dass ich sehen kann, man konnte uns gerade auf der Karte schon übrigens sehen.
Hier sieht man, 2 Meter ist der Hund entfernt. Hier bewegt sich es auch nochmal. Aber ich gehe hier mal zurück auf unsere Karte. Da sind wir wieder. Jetzt muss ich mal selber hier gerade ein bisschen gucken. 1 und 2. Kann man das untere, den unteren Teil wieder zumachen? Hier? Den kannst du einfach zumachen, indem du das wegdrückst. Hier sind wir wieder. Und deswegen, man sieht uns hier sofort wieder, da oben sind wir. Den Hund. Und jetzt kann ich hingehen und drücke hier mal auf Aufnahme starten. Okay, zulassen. Und jetzt zeichnet er das Ganze auf. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen zu jagen, wenn es jetzt losgeht, wird die ganze Sache aufgezeichnet. Und so einfach kann man die App quasi mit dem Handsender kombinieren. Richtig. So, jetzt haben wir euch mal ein bisschen die Grundfunktion gezeigt, haben mal das Unboxing gemeinsam mit euch gemacht, haben einmal gekoppelt, Halsband, Sender, richtig, haben Sender mit der App gekoppelt, haben die wichtigsten Dinge erwähnt, natürlich den Hammerpreis, 599 Euro bei euch im Shop, mit meinem Rabattcode natürlich noch mit 10%. Wir haben über wasserdicht gesprochen, wir haben über komplett Akku, Halsband, Handgerät gesprochen, wir haben über, was haben wir noch? Die wichtigsten Spots, Reichweite, genau. Quick Start, wie schnell das Ganze angeht. Ihr habt es gesehen, das war Echtzeit hier, wie schnell sich das miteinander verbindet. Auch dieses Aufspielen mit der App war wirklich super, super gut. Und ansonsten haben wir erstmal nichts mehr Wichtiges auf dem Zettel, außer dass wir, glaube ich, euch beide versprechen können, mit dem Gerät werdet ihr viel Spaß haben. Auf jeden Fall. Alle, die es in der Praxis benutzen, selbst bei meinen ganzen Umfragen mal auf meinem Instagram-Kanal, haben alle gesagt, wir feiern das. Und gerade jetzt noch in Kombination mit der App ist es natürlich noch ein bisschen cooler. Und ja, wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Eindruck verschaffen. Thorsten, danke, dass du hier mit dabei warst. Ich sag danke. Und ich kann das, wie gesagt, oder wir können das von Weidezaun nur empfehlen. Kauft euch das, trainiert damit mit eurem Hund, geht mit eurem Hund damit jagen, das ist top. Und wenn ihr ein Problem habt, sitzt der Thorsten an der Hotline. Das heißt, ihr habt jetzt auch schon mal das Gesicht gesehen. Das heißt, wenn ihr irgendwas habt, wo ihr nicht klarkommt, und ihr ruft dort an, dann ist der Thorsten quasi am anderen Ende der Leitung und wird euch helfen und zeigen, wie es geht. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Waldmannsheil. Waldmannsheil.